findet Bernat. Nochmals Alaba mit der Flanke und Kopfball von Tanat. Jetzt mal Bernat, Ribéry und Alaba. Die Flanke könnte Stingel nehmen. Hier sehen wir es nochmal. Schön genommen aus der Drehung und mit links. Stingel mit dem Seitenwechsel. Schöner Pass auf Ribéry. Der weiter auf Alaba. Jetzt könnte es gefährlich werden. Rückpass auf Ribéry. Aber wieder findet er sein. Kein Problem für Johannes Huber. Aber der, wie ich vorher schon erwähnt habe, derzeit in überragender. Jetzt wird es für Plan mal zu viel. Überraschender Weiterpass. Und guter Schuss. Ja, wie gesagt, auch schon gegen Manchester City von Anfang an mit dabei gewesen. Zeigte da auch eine gute Leistung. Und zeigt hier auch seine Schussqualitäten. Ribéry stark gemacht. Alaba. Und Julian Green jetzt mit der Chance. Wie war Johannes Huber nicht mehr dran? Schauen wir es uns hier nochmal in der Zeitlupe an. Ja, Hand war zwar oben, aber wahrscheinlich nicht mehr dran. Oberkante der Latte in der 25. Minute dieser Landesliga Südost. Dann kommt der Neuling TSV Vilsbiburg hier ins EBM-Papststadion. Jetzt aber Hägler und wieder Huber vorne. Foul gepfiffen, werden wir hier nochmal den Schuss von Hägler sehen. Und wieder klasse Fußabwehr. Gestern ja, ich habe schon erwähnt, verrückteste. Aber jetzt schauen wir uns Ribéry an. Ribéry alleine vor Huber. Und da ist das 1:0 für den FC Bayern in der 34. Minute. Ein typischer Ribéry. Klasse für den FC Bayern. Weiterpass und den kann dann Winterling nicht entscheidend klären. Dann setzt sich Ribéry gegen Rewitzer durch und lässt auch Huber keine Chance im Spiel gehen und schiebt ein zum 1:0. Einen Treffer vorgelegt. Philipp Lahm schön durch auf Hägler, aufs lange Eck gezogen, aber wieder 7. Wirklich gute Abwehrtat des 22-jährigen Schlussmanns. Jetzt die Spiele da ein bisschen zurechtgelegt. Auch hier wieder Pass von Ribéry auf Julian Green. Da fehlte wahrlich nicht viel. Ich sitze jetzt in den letzten Minuten gefühlt auf etwa 80% gestiegen. Wieder Ribéry und Alaba. Und Alaba mit einem Hammer unter die Latte. Das 2:0 in der 39. Minute. Jetzt flutscht es ein bisschen mehr. Minute. Schöner Treffer, vorbereitet zunächst von Hägler über Ribéry und dann ein satter Schuss mit dem starken linken Fuß von Österreichs Spieler des Jahres, David Alaba. Schon länger nicht mehr am Ball, überhaupt die rechte Seite ein bisschen verwaist. Jetzt mal wieder über Stingl und Hägler und vielleicht gibt es jetzt dann doch mal den Schlag in die Mitte. Nein, auch wieder kurz auf Alaba, zurück zu Tillmann. Und Alaba bringt sie rein. Kopfball und starke Parade, wo Huber in der ersten Hälfte aufgehört hat. Durch auf rechts. Könnte die Kugel jetzt nach innen bringen. Jawohl, Steffel. Ja, und das war nicht schlecht. Den sehen wir hier nochmal. Eine tolle Hereingabe auf Steffel. Und sofort angenommen aus der Drehung. Und schnell ausgeführt. Schön gemacht von Hägler. Und da ist das 3:0. Das war wirklich klasse gemacht. Sofort ausgeführt, der Freistoß. Und die Bayern, nachdem die Partie jetzt lange dahin geplätschert ist, mal wieder ein Ausrufezeichen. Schön gemacht von den Youngsters. Klug von Friedl, der da sofort gesehen hat, dass